Hallo zurück zu einem neuen Video zum Thema Umkehrfunktionen. Mein Name ist David und heute sehen wir uns an, wie wir Umkehrfunktionen von reellen Funktionen grafisch konstruieren können. Bevor wir damit starten, gibt es noch eine kleine Einführungsaufgabe, in der wir zeigen sollen, ob die durch ihren Graph gegebene Funktion f überhaupt eine Umkehrfunktion besitzt oder nicht. Wenn du hier nicht ganz weißt, wo du anfangen sollst, dann sieh dir bitte nochmal die vorhergehenden Videos in diesem Zyklus an, dort wird alles erklärt. Bitte pausiere jetzt das Video und überlege dir alle Argumente, um zu zeigen, dass hier eine Umkehrfunktion existiert oder nicht. Ich hoffe, du warst erfolgreich und wir sehen uns auch gleich die Lösung von dieser Frage an. Zunächst betrachten wir den Definitions- und den Wertebereich von dieser Funktion. Der ist hier oben schon gegeben. Der Definitionsbereich ist nämlich das Intervall von minus 3 bis 7 und der Wertebereich von minus 1 bis 6. Wir werden ihn auch ganz kurz hier einzeichnen. In diesem Intervall von minus 3 bis 7 befinden sich also alle Werte unserer Definitionsmenge. Unsere Wertemenge, die geht hingegen von minus 1 bis plus 6. Wir erinnern uns, die Wertemenge, die geben wir immer in Ordinatenrichtung an. Wie du dich bestimmt aus dem vorhergehenden Video erinnern kannst, können wir nun den Vertical Line und den Horizontal Line Test durchführen, um zu zeigen, dass diese Funktion f tatsächlich eine Umkehrfunktion besitzt. Dazu starten wir mit dem Vertical Line Test. Wir legen gedanklich Linien in dieses Koordinatensystem, die vertikal sind und den gesamten Definitionsbereich abdecken. Ich zeichne nun mal eine ein, das könnte zum Beispiel diese hier sein, oder nehmen wir noch eine zweite hinzu, vielleicht diese hier. Lauter Linien, die wie gesagt vertikal sind und den Definitionsbereich hier schneiden. Der Vertical Line Test besagt nun, wenn die Kurve, also der Funktionsgraph hier, der vermeintliche Funktionsgraph, nur einmal geschnitten wird, dann ist die Eindeutigkeit, die wir von einer Funktion verlangen, erfüllt. Für jede Stelle x gibt es also nur einen Punkt auf der Kurve und damit sind nicht mehr als ein Funktionswert möglich, was wir eben von einer Funktion verlangen. Der zweite Test ist der Horizontal Line Test, wo wir durch den gesamten Wertebereich horizontale Linien legen. Das könnte etwa so ausschauen wie diese orange Linie oder vielleicht eine orange Linie hier oben und wir sehen, auch hier wird die Kurve nur einmal geschnitten. Warum ist das wichtig? Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dann hätten wir Funktionswerte, die mehrmals auftauchen bei unterschiedlichen Werten für x. Das ist für allgemeine Funktionen zwar erlaubt, aber von solchen Funktionen können wir nicht ohne weiteres eine Umkehrfunktion bilden. Worauf wir natürlich auch achten müssen, wenn wir eine Umkehrfunktion suchen, dass alle Werte im Wertebereich tatsächlich von der Funktion erreicht werden. Und das ist hier der Fall. Wir sehen, es werden tatsächlich alle Werte im roten Intervall von der Funktion an irgendeiner Stelle erreicht. Die Aufgabe ist hier aber noch nicht zu Ende, denn wir wollen jetzt versuchen, diese Umkehrfunktion, von der wir wissen, dass sie existiert, auch grafisch zu konstruieren. Die Umkehrfunktion bezeichnen wir dabei mit f hoch minus 1. Wir rufen uns noch ganz kurz in Erinnerung, dass die Punkte auf dieser blauen Kurve, die der Funktionsgraph von f ist, aus Paaren ab besteht, wobei a das Argument aus der Definitionsmenge und b der Funktionswert f von a sein soll. Wenn wir mit der Umkehrfunktion wieder den Weg zurückfinden wollen, müssen wir also alle Elemente b aus der roten Menge auf das zugehörige a in der grünen Menge abbilden. Wir können natürlich hergehen und sagen, das hier rechts in der Grafik, das ist schon die Umkehrfunktion. Der einzige Unterschied, dass wir nun die Definitionsmenge in Rot angeben und auf der vertikalen Achse ablesen, das ist aber natürlich ungewohnt. Wir lesen viel lieber unsere Argumente in der jeweiligen Definitionsmenge auf der Abszisse, also auf der ersten horizontalen Achse ab. Und um das zu bekommen, spiegeln wir den Funktionsgraph von f um diese erste Mediane, die wir hier sehen. Anders gesagt, kann ich auch einfach Punkte ablesen und dann mit vertauschten Koordinaten eintragen. Fangen wir vielleicht ganz links an der Stelle minus 3 und 6. Das wäre dieser Punkt ganz links oben. Das ist ein Punkt auf dem Graphen und auf dem Graphen der Umkehrfunktion muss sich dann dementsprechend der Punkt mit den Koordinaten 6 und minus 3 befinden. Das werde ich nun in violett einzeichnen. Der Punkt 6 und minus 3 liegt hier unten. Und hier sehe ich, wenn ich 6 einsetze, bekomme ich dann minus 3 aus dieser Funktion f hoch minus 1 heraus. Genau das, was wir wollen von einer Umkehrfunktion. Jetzt müssen wir das natürlich nicht mit allen Punkten einzeln machen, denn wir sehen, hier besteht der Graph von f aus geraden Stücken
Und dementsprechend muss die Umkehrfunktion auch aus geraden Stücken bestehen. Es reicht also, diese vier eingezeichneten Punkte von der Umkehrfunktion zu konstruieren. Der nächste hier wäre minus 1 und 2. Dementsprechend wäre bei der Umkehrfunktion der Punkt 2 und minus 1 auf dem Graphen. Das wäre dieser hier. Wenn wir weitermachen, enthält dann, wenn wir diesen Punkt hier betrachten, die Umkehrfunktion den Punkt 0 und 3, wenn wir die Koordinaten vertauschen. Und der letzte, der wäre hier ganz rechts unten bei 7 und minus 1. Dementsprechend hat die Umkehrfunktion dann den Punkt minus 1 und 7. Und schauen wir hier zur Kontrolle nochmal nach. Wenn ich in die Umkehrfunktion jetzt minus 1 einsetze, dann ist ja der Punkt auf dem Graphen der Umkehrfunktion 7. Und damit beantworte ich eigentlich die Frage, f von wie viel ist gleich minus 1. Damit wir natürlich die Punkte zwischendrin auch bekommen, verbinden wir noch diese Punkte. Wir wissen, das müssen ja geraden Stücke sein. Und damit wären wir im Wesentlichen schon fertig. Das wäre also der Graph der Funktion f hoch minus 1. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass dadurch auch ein neuer Definitions- und Wertebereich entstanden ist, die wir hier eigentlich einzeichnen müssen. Ich mache das jetzt hier mit strichlierten Linien. Und diese strichlierten Bereiche, die geben jetzt unseren neuen Definitions- und Wertebereich von der Funktion f hoch minus 1 an. Um das vielleicht noch etwas genauer hinzuschreiben, die Funktion f hoch minus 1 ist definiert in der roten Menge und hat ihren Wertebereich in der grünen Menge. Machen wir noch eine Kontrolle. Mit der Umkehrfunktion kann ich ja die Frage beantworten, f von wie viel ist 3? Und wenn wir da hinschauen, das können wir ablesen, f von minus 2,5 wäre 3, weil eben dieser Punkt hier auf dem Graphen liegt. Umgekehrt könnte ich aber einfach sagen, ich setze 3 in die Umkehrfunktion ein. Das mache ich hier unten und bekomme dann diesen Punkt hier auf dem Graphen. Und hier ist selbstverständlich dann der Funktionswert minus 1,5. Was wir hier auch gut erkennen können, wir haben hier in der violetten Kurve tatsächlich ein Spiegelbild von der blauen Kurve, dem Funktionsgraphen von f, gegenüber dieser ersten Mediane. Und mit dieser grafischen Vorstellung entlasse ich dich für dieses Video und ich freue mich bereits aufs nächste.